ein Fahrzeug, was zu dir passt. Mit Stil, eins mit Charakter. Verstehst du? Ein Baby zum Liebhaben. Ich muss das ein bisschen schneller machen, damit ich vorbereitet bin. In der Trojan-Szene, da warten wir nicht gerne lang. Zeit ist jetzt, mein Junge. 500 dann automatisch die Mundwinkel, die gehen direkt runter, wenn du in die Nähe von diesem Auto kommst. Das macht die Aura. Ist auch cooler, wenn ich die Bonze vorne auf der Nase sitzen habe, oder das ist cooler, wenn ich sie richtig auf habe. Ja, das war so. Wenn du so ein Auto hattest, guckst du immer so raus und hast eigentlich eine Frisur, die mindestens hier bis zum T7 Rücken übergeht. 500 SEC aus dem Jahrgang 81, also einen ganz frühen. 81 eingeführt worden, die 126er C-Reihe. 91 ausgelaufen, ersetzt worden durch den C140. Der Panzer, der nicht auf den Zug nach Sylt gepasst hat, wenn die Reichen sich an Dingen bestellt haben. Ne? Wir haben hier eine sehr interessante Farbkombination. Petrol, also das ist hier so ein Türkis, ich weiß nicht genau, wie man das sagt, das Grau hier einfach nur abgesetzt an den Sakko-Brettern, genauso wie beim 124er, genauso wie beim 140er und wie sie alle heißen. Ne? Aber was interessant ist beim Mopf dann, der ab 85, oder wann kam der Mopf? 85. Da hat man dann glatte Sakko-Bretter gehabt. Die sind hier geriffelt und das macht ein bisschen was von Windgeräuschen oder wofür das doch immer stehen sollte. Wenn die Nachbarn hier sehen, dass du mit dem Ding in der Einfahrt vorgefahren bist, dann hast du hier deine B-Säule freigelegt. Hast du alles runter gemacht mit den Fenstern. Mehr geht nicht. Dann kommen wir bei einer hohen Serienausstattung. Um hier reinzukommen, muss ich elektrisch meinen Sitz betätigen. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit, das manuell zu machen und mit den Finger krumm zu machen. Also. Elektrische Sitze ohne Memory, Serienausstattung. Was keine Serienausstattung war, Leder. Konntest du auch mit Velour-Sitzen bekommen, aber das mag man nicht, weil in unserem Milieu muss man vielleicht hier und da mal auch die Sitze abwischen und das frisst sich nicht so rein wie in das Velour. Ne? Wisst ihr Bescheid, was ich meine? Ja. Airbag haben wir noch keinen, der kam erst mit dem Mopf als Option. Da konntest du dann hier einen Pralltopf machen, wenn du wieder mit 250 über die Bahn gefahren bist. Also irgendwie, die Brille hier ist was abgebrochen, aber stilecht, denke ich, ist das auf jeden Fall was wir unbedingt als Accessoire erhalten müssen. So, Jungen. Was ich sehr schön finde beim SEC oder allgemein beim 126er, dass du immer das Holz nur so bis zur Hälfte in der Tür verkleidet hattest. Nicht immer komplette Leiste, wie jetzt auch bei den Nachfolgern. Könnte Daniel euch mal eine andere Leiste einblenden, dann wisst ihr, was ich meine. Ne? Ja, drin sitzen in einem Fahrzeug tust du eigentlich automatisch immer so. Stil echt. So, dass du ja noch über die Scheibe gucken kannst und siehst, wie schnell du fährst. Damit die Strafzettel kosten nicht so. So, und jetzt zeige ich euch mal was ganz Tolles. Achtung. Jetzt fährt er ran. Dann greife ich mir diesen etwas anders ausgeformten Gurt. Das bist du nicht gewohnt eigentlich, wenn du ein normales Fahrzeug gefahren hast. Der Gurt hat immer dann eine Öffnung in der Mitte. Schnallst dich an, auf die Mittelarme sind so weit oben. Und dann bist du wieder Prinz vom Kiez. Jetzt zeigen wir euch noch mal ein bisschen was, dieses Fahrzeug unter der Haube hat. Bei meinem Gehalt macht man ja eine Motorhaube eigentlich nicht selber auf, aber manchmal hilft das alles nichts, wenn das Wischwasser leer ist. Beim 126er greifst du einmal links rein und einmal rechts rein. Wo greife ich denn hier rein? Ich finde nicht. Ich muss mir wieder Beistand von den Experten holen hier. Die greifen jetzt rein, einmal links, einmal rechts hin. Hinter Dingen auf, hat natürlich auch ja, da haben wir. Übeltäter, ne? Das ist das erste Mal, dass ich eine Motorhaube von meinem SEC eröffnet habe, Junge, das heißt hier. Ja, was haben wir? M117 Motor, 231 PS aus 5 Liter Hubraum. Ihr habt auch in derselben Bauform im Prinzip in der kleinsten Version, den gab es noch als 380er mit 204 PS. Dann, wie gesagt, im Vormopf der größte, der 500er. Und im Mopf, also im Facelift, gab es dann noch einen 560er, 5,6 Liter, 279 PS. Das war dann hier die Eskalationsstufe. Wenn du einmal bei uns in Dortmund durch die Stadt fährst und die kleinen Mädels links an der Straße stehen, 40. Wenn du zur Oma fährst, zum Kaffeekränzchen, 17.
Gut, gehen wir mal eine Runde um das Fahrzeug rum, damit wir mal sehen, was 5 Meter so bedeuten. Ja, wie gesagt, Barockferien. Die Spiegelkappen sind immer angelehnt an die Sackkupplung. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber es ist jedenfalls so. Wir haben gelernt von dem Besitzer von dem Fahrzeug, dass das hier so konstruiert ist, letztlich, damit der Schmutz und der ganze Dreck besser abfließen, dass man nicht dann die schmutzige Griffel hat, wenn man das Türschloss öffnen möchte. Falls es mal brennt bei uns im Milieu, haben wir immer einen Feuerlöscher unter einem Sitz hängen. Am Radlauf, da haben wir hier ein bisschen was ausgebessert, da angefangen zu rosten, wie der Daimler das halt so macht im Jutenstil, ne? War ja eine Aufnahme, hat der Silvan auch mal gemacht. Aber noch nicht drüber lackiert, hat man keine Zeit zu. Jetzt fahren wir mal. So, mein Junge, wir werden den Gatzen fangen. Was seht ihr? Ein Wunder da, mein Junge. Kannst du mal filmen, was da hinten rauskommt? So, aus versicherungstechnischen Gründen muss jetzt leider der Silvan, also der Besitzer dieses wunderbaren Fahrzeugs, wieder zurück ans Steuer, weil das darf ich nicht, 07er Kennzeichen, das könnte Ärger geben. Wir sind ja hier gerade auf einer abgesperrten Sperrfläche gefahren, da war das kein Problem. Ja, nur so als Hintergrundinformation, diesmal leider nicht ich am Steuer, sondern der Silvan. Go weitermachen. Ja, Silvan, was hat dich dazu bewegt, mal so ein Fahrzeug zu kaufen? Wolltest du auch ein bisschen hier Bang, Boom, Bang nachspielen oder findet er das einfach nur geil, das Ding? Findet er einfach nur geil, okay. Silvan möchte nicht reden im Video, hat er kein Interesse dran, also müssen wir das wieder machen. Ja, charakteristischer V8-Sound, also du kriegst hier wirklich viel geboten bei so einem Fahrzeug. Ja, Nachteile hat so ein Fahrzeug allerdings auch. Wir haben einen hängenden Dachhimmel hinten beim Tobi, da siehst du da die Ansion. Da hängt der Himmel am Kopf, am schwäbischen Kopf. Ja. Hier vorne ist zum Glück alles in Ordnung. Ja. Interessanter Jahresantritt auf jeden Fall. Du drückst ein bisschen das Pedal und erstmal kommt nichts. Dann drückst du tiefer rein und dann kommt es. Also es ist gewöhnungsbedürftig, aber das ist komplett geil. Du hast 5 Minuten in dem Fahrzeug und du fühlst dich komplett wie zu Hause. Du hast natürlich die tolle Vertäfelung hier drin, wie bei Oma in der Stube. Du hast viel Leder, viel Holz, viel Teppich. Natürlich wollten wir jetzt die ganzen Randgruppen nicht angreifen, die sich damals dieses Fahrzeug zugelegt haben. Wir haben das einfach nur satirisch wieder ein bisschen angelehnt an das Klischee, wie es vom Manta zum Beispiel auch war, halt nun mal auch vom SEC. Ja, wir sitzen hier, um es einfach noch mal ein bisschen auf Hochdeutsch zu erklären, wir sitzen hier in einem 1981er Mercedes-Benz 500 SEC der Baureihe C126, also ein Vormopf-Modell, kein Facelift, mit einer auch sehr interessanten Ausstattung, wie ich finde. Er hat Schiebedach, er hat Sitzheizung, er hat eine Mittelarmlehne, er hat diese Lederausstattung in Creme Beige, was finde ich sehr gut korreliert auch zum Außenkleid, welches sich hier in diesem wunderschönen Petrol wiederfindet. Der Kilometerstand beträgt übrigens 166.000, das Tankvolumen 90 Liter, nicht 80, wie ich das fälschlicherweise leider vorhin euch erzählt habe. Ja, nee, wie gesagt, mehr gibt es, denke ich, nicht zu sagen. Wir freuen uns auf positives Feedback, Glocke aktivieren, gerne ein kostenloses Abonnement dalassen, damit wir auch irgendwann mal so viele Abonnenten haben wie Hagen am Step. Komm, drück noch einmal drauf auf das Ding. Ja, genau so wollen wir das. Dann fließen die 40 Liter um, so sanft natürlich. Bremsen sind nicht mehr so gut, aber das ist egal. Mit einem 500er, da bremst du nicht. Da gibt es nur Gas, voll Gas. Bis im nächsten Video. Wiedersehen. Und halt die Ohren steifen, alles andere auch. Ne?